Haben wir Löcher? Nein, ich habe gerade alles repariert. Oh, okay, nur nicht geschippt. Also wirklich. Ja, das klappt jetzt gerade nicht, also vorne. Macht nur Spaß. Okay, pass auf. Da. Kettenschuss. Ja, wieso kann ich die nicht benutzen? Mach das mal bitte jemand anders. Ich sehe den bei mir im Inventar nicht. Ach, dafür musst du ins Tab-Menü gehen. Vorsicht. Jo. Ja, sehr schön. Und wir rammen sie. Boah. Ich hab nochmal draufgesetzt. Schöner Treffer. Kann jemand mal runtergehen? Ja, das geht schneller. Hier ist doch nix. Sehr gut. Einer von denen ist im Wasser, glaube ich. Ah, nee, oder? Ja. Doch. Vorsicht, es könnte sein, dass er hochkommt. Irgendwie sind wir zu langsam gerade. Achso, ja klar, weil der Alex mal wieder Scheiße gebaut hat. Fuck. Kann jemand das Ruder reparieren? Oh. Das Ruder ist komplett kaputt. Was ist das denn? Wie repariert man das? Einfach Planke in die Hand und gib ihm. Okay. Okay, wir rammen sie. Nein, die sind untergegangen. Ah ja. Das wollte ich vermeiden. Ich bin dabei, ich repariere gerade. Ja. Du kannst, ich schippe, du kannst reparieren. Sind sie untergegangen, oder? Passt mal auf, dass oben keiner reinkommt, bitte. Einer sollte oben bleiben. Ich bleib oben. Nicht, dass die nachgespawnt sind. Ich sehe keinen. Sollte zu sein. Liegen wir absichtlich vor Anker? Ja. Guck mal nach, ob die was haben. Da, guck mal, da ist einer von denen. Das sind beide, oder? Ja. Okay, Anker hoch. Er schwimmt her. Ich zieh den Anker hoch, okay? Ja, mach. Okay, ich bin schon dabei. Geht nicht so schnell. Kommt jetzt hoch. Welche Seite? Hier, bei mir. Oder er schwimmt unten durch, das weiß ich nicht. Nein, hier ist er. Einer. Nein! Hat er dich getötet? Ja. Er ist nach unten. Hä? Ich bin auch tot. Oh toll. Ich habe einen getötet. Einer ist nach unten gelaufen. Beide tot. Nice. Ich versuche noch Cora zu holen. Nein, schaffe ich nicht mehr. Ah, Mist, okay. Ich habe extra gewartet, weil ich dachte, vielleicht schaffst du mich. Just in diesem Moment habe ich es nicht geschafft. Die sind alle beide runtergekommen. Ich habe die tot geknüppelt. Irgendwie ist sich Nico einfach gekratzt. Okay, und jetzt. Ich fahr schon mal los, ne? Ja, bitte. Die sind gerade hier bei mir. Hallo. Also, haha. Hi. Tschüss. Kannst du mir die Richtung sagen? Jo. Wo müssen wir denn hin? Zu der anderen Insel. Ja, wer hier war das? Da rechts, die Nicht-Lander-Außenposten. Rechts, da, Crook's Hollow. Ah, okay, wir müssen komplett umdrehen. Umdrehen bedeutet? Richtung Osten, ja. Erstmal Richtung, ja, Nordosten müssen wir, also. Okay. Oder sagt man eher so, wie sagt man das? Nord, Ost, Ost? Also mehr Ost wie Nord. Ost, Nord, Ost. Ja, bei Norden weiß ich nicht. Ich glaube, Ost-Nord-Ost, oder nicht? Ost-Nord-Ost. Ja, Ost-Nord-Ost ist, glaube ich. Oh, da vorne kommt bitte? Was ich nicht gesehen habe. Okay, wir kommen dran vorbei. Ja, kein Stress. Oh, da kommt die nächste Insel! Warum drehst du nicht? Das hättest du locker. Was mache ich denn? Hey, du hättest locker vor der Insel drehen können. Was tust du? Was drehen können? Nach links drehen können. Da wären wir aber sowas von entgegengefahren. Siehst du das Schiff? Das wären wir gewesen. Nö, gar nicht. Das hättest du locker geschafft. Vertrau mir. Ich lad mal wieder alle Kanonen hier.
Okay. Wir fahren jetzt halbwegs richtig, gell? Nein. Jetzt wir müssen aber Richtung Ost-Nordost. Von wo kommt der blöde Wind? Von links. Heieiei. Heide neu. Ah, den Mast müssen wir nochmal richtig reparieren. Ja, das scheint. Ost-Nord-Ost. Ost-Nord-Ost. Nicht Nord-Ost-Ost. Ich hab doch Ost-Nord-Ost gesagt. Nein, nein, ich bin doof. Achso. Ich rede vollkommen voll. Achso, du hast auf Nord-Nord-Ost eigentlich an. Okay. Nein, ich hab auf Nord-Ost voll Kanüle. Ich kann den nicht mehr reparieren. Ich auch nicht. Oder muss ich dann hoch dazu? Gut. Aber okay. Wir haben jetzt keinen. Der Wind kommt von vorne, gell? Ja, wir haben keinen Wind. Oh. Ja, dann niente. Ich so blöd. Ganz kurz. Ich muss die Katze zu dir lassen. So, das geht doch hier in die richtige Richtung. Wohin genau wollten wir nochmal? Crooks Hollow. Bevor das alles hier passiert ist, ach ja, klar. Was? Wie weit sind wir noch weg? Ja, ist schon noch ein Stückchen. Ah, okay. Wir müssen noch an Lost Gold Fort lassen wir links liegen. Rechts kommt der Plunder Außenposten. Dann noch Paradise Spring und dann kommt Crooks Hollow. Ah, okay. Ich hab's jetzt auch mal markiert. Sehr gut. Also wir haben noch einen guten Seeweg vor uns. Links vor uns ein Cashtle. Yep. Da wir ja eh so langsam sind, könnt ihr den Anker reinmachen? Schon dabei. Oder kannst du? Schon dabei, sorry, ich hab. Hab einen. Wie nimmt man den? Du nimmst den gar nicht, du gehst einfach dran. Dreh mal an die Seite. Ah. Genau, ganz an die Seite drehen. Oh, okay. Ja, ich hab das in Fässer, Fässer drin. so wie da, du hast eine Insel gefunden. Ja, genau. Mal hier das ganze Zeug ablegen, damit wir das einsammeln können. Ah, ich muss ein bisschen mein Inventar leeren. Mhm. Wenn leer ist, zapp, zarab. Ich hol mal diesen leuchtenden Gegenstand. Ja, den kannst du auch mit dem Ding holen. Alles klar, die Cora klaut mir einfach alles. Ich halt mal immer wieder Ausschau, nicht dass... Hey! Danke! Ich wollte... Entschuldigung. Jo, dann warte, Nico. Alles klar. Ich hab einen goldenen Gegenstand. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Das wollte ich nicht. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab die Kiste hinter dir gesehen und... Bäm, war der Nico da. Ich hab einen Totenkopfschädel. Cool. Nice. Jetzt kann ich mir holen. Hallo. Hui. Da ist er. Okay, ich glaube, wir haben alles. Sehr gut. Das hat mal gut getan, ein paar Bretter überhaupt zu haben. Ja, genau. Was haben wir hier? Aschgrauer, ehrloser Kopfgeldschädel. Ist da unten noch dieser doofe Schlüssel? Ja, ne? Auf dem Tisch. Schlüssel? Ja, da ist ein Schlüssel. Okay, sehr gut. Der soll da. Der ist für die Truhe, die wir dann für die Quest brauchen. Ja. Ich habe den Schädel dazu gelegt. Ja. So, ich rüste mich auf jeden Fall wieder aus, falls sowas passiert. Ja, ich auch. Mal keinen Bock, dann erst runterlaufen zu müssen und dann. Ja, das frisst immer eine unnötige Zeit, die man nicht hat in dem Moment. Das war ja jetzt auch gerade fast schon, fand ich, ein Scherzangriff. Ja, das war nicht so ganz ernst gemeint irgendwie. Ja, aber... Aber ich glaube, die hatten auch nichts an Bord. Ich glaube, das waren Anfänger, weil... Ja. Normalerweise, also es ist... Ich hab... Eigentlich schießen... Die, wo lang spielen, die schießen nicht einfach drauf los. Oder? Oh, doch, täusche ich doch. Mich doch, da, doch? Doch. Okay. Aber die schießen dich richtig an, ne? Ja, okay. Genau. Ich meine, die haben selten getroffen und so und... Ja. Wollten dann vielleicht sich auch einfach einen Spaß machen. Mal gucken, ob es klappt. Ja. War ja auch irgendwie lustig. Hm?
Dann haben wir sie halt versenkt und jetzt ist gut. Ein Totenkopf voraus. Da wollen wir aber nicht hin. Ah, Totenkopf, okay. Ja, kein Flameheart. Oh, jetzt kommt der Wind von rechts, oder? Nee, kommt weiter von links. Okay. Alles klar, mein Fehler. Mein Kopf kriegt das nicht so ganz zusammen, gell? So, wohin müssen wir denn? Noch immer in die Richtung. Ah, noch ganz schön weit in die Richtung. Ach so, okay. Ich dachte, wir wären jetzt so langsam mal da, aber nee. Nee, wir haben noch ein gutes Stück. Rechts ist jetzt gerade der Plunder Außenpost. Da könnte man theoretisch den Kopfgeldschädel schnell verheuern, aber... Ach, die Passant. Ja. Da müssen wir, haben schon noch ein Stückchen vor uns. Nein! Was denn? Ist dir was angebrannt, Nico? Ja, eventuell ist mir der Fisch ein bisschen angebrannt. Och, den kannst du jetzt essen. Ja, aber ich esse den, wenn es nötig ist. Guck mal, wollen wir ein Geisterschiff machen? Die mit den Lichtern dran, hier rechts, ist ein Geisterschiff, oder? Nee, das ist ein Spielerschiff. Echt? Was? Nee, aber die haben doch so... Es leuchtet doch um deren Segel rum. Ist das ein Spielerschiff? Nee, ich sehe das nicht. Nee, ich denke, das ist ein Geisterschiff, oder? Nee, also es leuchtet halt nicht komplett. Müsste bunte Farben haben. Geisterschiffe haben bunte Farben. Also die Segel leuchten halt nicht komplett wie bei so einem richtigen Geisterschiff, aber das sind halt überall so blaue und rötliche Punkte. Die glimmen um die Segel rum. Dachte, das wäre dann auch. Das ist ein Spielerschiff, hundertprozentig. Das ist auch gerade vor Anker. Ich glaube, das sind unsere Freunde von vorhin. Sind Geisterschiffe überhaupt vor Anker? Nee, das war doch ein Dreimaster. Hä? Das war ein Dreimaster gegen der? Nein, das war ein Master. Ja, aber der gerade, der wo da auf Anker... Ja genau, der vor Anker lag. So, der vor Anker lag hier. Der da hinten ist ein Einmaster. Ja, wo hinten? Auf der rechten Seite jetzt von uns. Stück weiter. Ja, den meinen wir nicht, wir meinten den da vorne. Ach, hinter uns ach jetzt. Gott. Das Ding hinter uns, siehst wir du? Wir reden über zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ich sehe die ganze Zeit das kleine Schiff da hinten. Nee, das, was jetzt gerade hinter uns ist. Siehst du das, was leuchtet? Ja, das habe ich gerade gesehen. Das ist ein Geisterschiff. Ja, gut, okay, dann. Ja, alles ist gut. Ist mein Glauben wiederhergestellt. Warum ist bei Crook's Hollow diese blaue Flamme da? Ist das überhaupt Crook's Hollow? Nee. Keine Ahnung. Sieht aber interessant aus. Das rechts von uns ist Crook's Hollow mit dieser blauen Flamme. Hollow. Schnell! Schnell, Anker! Warum? Oh! Was ist los? Ein hi, hi! Ach so! Hi! Oh, das ist sogar ein bisschen seltenerer! Oh, haut Petra. Rein! Eher voll motivierend, das ist ein bisschen seltener! Hast du den ja, treffe ich getroffen? Den so überhaupt, oder? Ja, ja, klar. Der ist ein bisschen hoch. Unter Wasser schießen. Ich bin auf der anderen Seite gerade. Kann man den auch mit dem Gewehr abschießen oder bringt das nichts? Doch, das bringt auch was, aber wenig. Jetzt ist er unter Wasser irgendwo. Naja, aber es bringt was. Das ist irgendwo unter Wasser. Da ist er. Abfahrt! Wie der Nico immer sagt. Ja, der war nicht gut. Lieber ins Wasser schießen, damit triffst du den meistens. Doch, ich habe ihn dreimal getroffen. Schieß ihn ins Maul! Ich kann nicht. Au! Mist. Au! Oh, ich bin Nico unter Wasser. Und ich sind vom Wasser. Boah, du musst selber gerade das machen. Ich schüttel. Ich habe ihm voll ins Maul geschossen. Ich bin da. Ich hatte den falschen Winkel. Ich schippe. Ich habe die ganze Zeit gewartet, ob er sich noch zur Seite bewegt, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Ich habe halt eine Schussbahn genau vorbei gehabt. Ist ja egal. Nico, schießt du weiter. Ja, ja, ich schieß. Im Moment ist er nur gerade so, dass er... Dass du nicht treffen kannst. Wo ist er? Ah, da. Der ist unter Wasser gerade. Wo ist er? Der war gerade rechts von uns. Ne, links von uns. Da ist er hinter uns jetzt. Ja, bin ich getroffen. Unter Wasser. Der taucht gleich rechts von uns auf. Ja, Koda, der muss jetzt dann gleich kommen. Ja. Da ist er. Er kommt. Versucht ihn ins Maul zu schießen. Voll getroffen, ich hab ihn voll getroffen! Ja, du brauchst drei Schüsse oder vier Schüsse bei dem.
Wir müssen schnell nachladen oder sowas. Ich muss schnell was essen, ich bin fast tot. Ich brauche eure Hilfe unten. Ja. Mir läuft das Wasser bis zum Hals gerade. Also ich noch nicht so schlimm, aber... Danke. Oh, Allah. Da ist er ja. Hallo! Immer drauf. Okay. Wie gesagt, wenn du leicht ins Wasser schießt, reicht das meistens aus. Er kommt. Shit, ich habe keine Kugel mehr. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal frontal getroffen, aber... Ins Wasser. Ja. Okay, ich schippe. Ich komme. Ich versuche ihn mal weiter zu treffen. Ja. Ja, ja, bitte, bitte. Schaffst du es unten? Ja, alles gut. Nein. Jo, hab ihn. So, Vorsicht, wir haben nicht mehr so viele Kugeln, ne? Er kommt. Ihr könnt ihn nicht treffen. Geht runter. Ich wollte mich gerade noch retten, aber ich bin voll von Bord geflogen. Ich komme. Ich schippe, Alex. Jo. Sind zu. Okay. Aber irgendwie läuft da noch Wasser rein, glaube ich. Dürfte nicht. Wo ist er denn? Ach, Katze. Jetzt nicht, wir haben hier ein fetten Hai. Fressi? Nein, das ist kein Fisch. Also ja, schon im entferntesten Sinne. Er ist unter Wasser. Was heißt Fisch? Da ist er. Der wird da. Rechts hinten. Viel Spaß. Boah! Ihr habt ihn. Ja, wir haben ihn beide getroffen. Ja. Hervorragend. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn aber doch genau auf die Mütze getroffen hier. Ja, wir beide gleichzeitig, glaube ich. Voll gut. Sehr schön. Belobigung freigeschaltet. Jäger der Schläge ins irgendwas. Name. Jäger der was? Wie kann ich das nachschauen? Keine Ahnung. Jäger der... Ach, das steht immer unten drunter. Ja, Jäger der... Irgendwas habe ich bekommen. Guck mal im Buch nach. Hast du es angelegt? Nee, ich glaube nicht. Ja, das kannst du nicht automatisch anlegen. Okay. Nur allerdings. Moment, ich lenke gerade. Soll ich hochmachen kurz? Ja, wir müssen noch ein bisschen näher ran. Ich komme auch. Wie kann ich das anlegen? Und bei Titel, glaube ich, oder so hieß das. Naja, und wie. Ja, du musst den Titel auswählen. Ich hau den Anker gleich wieder rein, sag mir wann. Ich drehe erstmal ohne Segel. Wie lege ich denn den Titel an? Ich gebe dir ein bisschen Segellänge. Nein, ich hab schon! Oh, okay. Boah, da liegen aber viele Sachen. Ja. Cora, hau den Anker rein. Schön. Kiste mit außergewöhnlichen Mineralien. Ich schläg alles mal hinunter, gell? Gebeine des Teufels. Cora, du hast aber keine Belobigung bekommen, oder? Nee, ich habe keine Belobigung bekommen. Okay, dann wahrscheinlich war es einer, den du hattest, aber es muss ein schöner gewesen sein. Ja. Weiß nicht, ist das nicht die Crested Queen? Die Pinker? Tour der Sorgen, viel Spaß beim Weinen. Oh. Ah. Was meinst du? Sorry, was? Cora? Irgendwas mit Crested Queen.